Heyo, ich bin Tommy's. Aber Back to the Future, the Game, ist gar kein Horrorspiel. Ja, das ist absolut richtig, liebe Stimme aus dem Off. Aber heute ist der 21.10.2015 und das bedeutet, es ist der offizielle Zurück in die Zukunftstag. Denn heute ist Marty McFly in die Zukunft gereist, genau an diesem Datum. Und deswegen mache ich mein Review zu Back to the Future, the Game. Back to the Future, the Game ist ein Point-and-Click-Adventure von Telltale Games und spielt zeitlich gesehen nach dem dritten Teil der Zurück in die Zukunft-Reihe und lässt euch in die Rolle von Marty McFly schlüpfen. Wie es für Telltale Games üblich ist, müsst ihr in 5 Episoden nicht nur ein Timey-Wimey-Wobbly durcheinander wieder in Ordnung bringen, sondern ihr müsst auch Doc Brown retten, der sich im Jahre 1931 befindet und in Schwierigkeiten steckt. Aber wurde der DeLorean nicht im dritten Teil zerstört? Das ist absolut richtig, aber durch ein Timey-Wimey-Wobbly-Thing gibt es einen weiteren DeLorean. Zeitreisen ist echt kompliziert. Und kompliziert ist das richtige Stichwort, denn einige Storyplots wirken extrem erzwungen. In der dritten Episode zum Beispiel geht es um Indoktrination, also Gehirnwäsche, was meiner Meinung nach absolut nicht zu Zurück in die Zukunft passt. Leider muss man sagen, dass die letzten 3 Episoden sich weniger anfühlen wie ein Zurück in die Zukunft Videospiel und mehr wie ein Videospiel, das Marty McFly und Doc Brown als Hauptcharaktere hat. Passende Charaktere machen noch lange keine passende Story. Was sehr schade ist, denn die Point-and-Click-Adventure von Telltale Games legen eigentlich einen sehr großen Wert auf die Story und weniger auf das Gameplay. Im Großen und Ganzen müsst ihr, wie bei jedem Telltale-Game, kleinere Rätsel lösen und durch verschiedene Dialogoptionen mit anderen Charakteren interagieren, die sich dann, je nachdem wie ihr euch entschieden habt, anders in der Story verhalten werden. Bei anderen Telltale-Games, wie zum Beispiel The Walking Dead, The Wolf Among Us oder Borderlands, funktioniert dieses Prinzip einwandfrei, denn die Story ist so interessant geschrieben und übermittelt, dass man wie bei einer spannenden Serie einfach am Ball bleiben will. Bei Back to the Future, the Game, ist es jetzt nicht furchtbar, aber eben sehr ungelenk. Da fällt es schon eher auf, dass die Charaktere nicht lippensynchron sind oder sich sehr statisch bewegen, als bei anderen Games von Telltale. Aber eine Sache, die das Spiel völlig richtig macht, sind die Charaktere. Doc Brown wird von Christopher Lloyd selbst gesprochen. Marty, get in! This timeline's been compromised! No kidding! Und zwar hat Michael J. Fox nur eine kleine Gastrolle, aber der Synchronsprecher AJ Locascio, der Marty McFly spricht, macht einen extrem guten Job. Er klingt wirklich original wie Marty McFly aus dem Film damals. Jesus Christ, Doc, you disintegrated Einstein! Auch die anderen Charaktere, die aus Telltales Feder stammen, sind witzig und spannend geschrieben und das Design versprüht seinen gewohnten Telltale-Charme. Back to the Future, the Game, kommt dennoch nicht mal in die Nähe seiner anderen Telltale-Brüder und ist meiner Meinung nach das Schwächste ihrer Spiele. Aber gerade die ersten 2 Episoden haben diesen gewissen Zurück-in-die-Zukunft-Vibe und als ich das erste Mal durch die verschiedenen Zeitperioden von Hell Valley gelaufen bin und das allererste Mal die Stimme von Doc Brown und Marty McFly gehört habe, sind mir fast die Tränen gekommen. Zurück in die Zukunft war und ist immer noch ein großer Teil meiner Kindheit und auch wenn Back to the Future the Game in vielen Punkten floppt, gerade was die Story in den letzten Episoden angeht, muss ich dennoch sagen, es hat gute alte Erinnerungen wachgerufen. Alle, die den Film Zurück in die Zukunft geliebt haben, können die ersten Episoden anspielen und dann entscheiden, ob sie weitermachen. Alle anderen, guckt euch die Filme an und geht nochmal oder vielleicht sogar zum allerersten Mal auf diese unglaubliche Reise. Und wenn ihr wirklich ein gutes Telltale-Game haben wollt, dann spielt lieber The Walking Dead, Borderlands oder The Wolf Among Us, was mein persönlicher Favorit ist. Von mir gibt es aus Nostalgiegründen einen Daumen in der Mitte. Wie gesagt, es ist nicht komplett furchtbar, aber es gibt deutlich bessere Games in diesem Genre. Wenn euch das Review gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn euch das Review nicht gefallen hat und ihr seid der Meinung, dass Back to the Future, the Game, das absolut beste Telltale-Game aller Zeiten ist, was ich mir aber nicht vorstellen kann, dann gebt mir einen Daumen nach unten. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und mehr Reviews, mehr Top 5s und andere Sachen von mir sehen wollt, dann klickt da unten auf Abonnieren, das würde mich extrem freuen. Ihr guckt jetzt noch weiter und zwar sind wir immer noch im Schocktober eigentlich, auch mit dieser kleinen Ausnahme. Und zwar habe ich noch 2 Reviews zu Horrorspielen und zwar einmal zu Soma, das war das letzte Review, und dann noch das Review zu Dead Space. Wir sehen uns das nächste Mal, ich bin Tommy Something, fuck this shit!